buddeln, was das Zeug hält. Ein kleines Völkchen macht sich bereit, dem angestaubten Strategiegenre neue Schubkraft zu verleihen. Und das mit einer gehörigen Portion Hummeln im Hintern. Äußerlich süß und brav anzusehen, beherrschen einige Völkchen Kung-Fu und rauchen zum Entspannen schon mal ein Haschpfeifchen. Was für Aussichten! Obwohl das Spiel den Titel Aufbaustrategie trägt, sollten sie auf einen bunten Genremix gefasst sein. Mit einer Handvoll Zwerge gründen sie eine neue unterirdische Siedlung. Bis dato haben die Wiggles an der Oberfläche gelebt, gefaulenzt oder über Erfindungen gegrübelt. Eine stets launige Fee namens Elke sagt ihnen, was zu tun ist. Sind die Kerlchen erst einmal bis zum Höhleneingang vorgedrungen, kann es losgehen mit dem Graben. Im Gegensatz zu Die Siedler 4 haben sie es nicht mit einem anonymen Volk zu tun, sondern mit einer überschaubaren Zahl an Bewohnern. Da lohnt es sich, jeden Wiggle beim Namen zu kennen. Als Rohstoff Nummer 1 dienen die vielen Pilze, die zu Beginn einzeln geerntet und verarbeitet werden müssen. Später übernehmen dies Maschinen. So, das war es aber auch schon an Aufbaustrategie. Anders als bei den Siedlern gibt es in Wiggles keine Missionen, sondern einzelne Rätsel. Die Lösung solcher Aufgaben beeinflusst den direkten Handlungsverlauf. So müssen sie einen Drachen die Wohnstätte ausbauen, die entlaufenen Hamster eines Bekannten einsammeln oder Geschicklichkeitstests bestehen. Da kann es schon einmal vorkommen, dass sie sich im Wrack der Titanic an einer fiesen Krake vorbeischlängeln müssen. Doch nicht nur allerlei Ungetier lauert ihnen auf, sondern auch rivalisierende Zwergenclans oder Trolle machen ihnen das Leben schwer. Zur Verteidigung hilft die richtige Schlagkombination und wenn das nichts nützt, Schwerter sowie Pfeil und Bogen. Selbstverständlich wächst die Schar ihrer Schützlinge auch mit der Zeit. Als Geburtshelfer müssen sie sich allerdings nicht betätigen. Das schaffen die Jungs und Mädels schon von alleine. Auch Verkupplungsversuche machen kaum Sinn. Wenn sich die Wiggles nicht mögen, klappt es auch nicht mit dem Nachbarn. Unser Fazit zu den Wiggles. Ein schnuffiges Zwergenvölkchen und eine fantasievolle Geschichte. Die Gebrüder Grimm hätten einen Strategietitel garantiert nicht besser hinbekommen. Du bekommst auch eine Belohnung. Ich hab gehört, du willst die Torwächterin befreien. Ich hab da was für dich.